Am 2. Dezember 2022 besuchte der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, das Kino Toni in Berlin-Weißensee. Um zu feiern, wir haben das 100-Jährige vom Kino Toni jetzt seit 2 Jahren vor uns hergeschoben wegen der Pandemie. Heute haben wir es endlich stattfinden lassen können, hatten viele Freunde des Kinos, viele Nachbarinnen und Nachbarn aus Weißensee hier und haben angestoßen auf ein erfolgreiches Kiezkino. Neben dem Gastgeber gratulierten auch der Literaturwissenschaftler Paul Werner Wagner sowie Ruth Strecker von der Filmförderungsanstalt. Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorführung der 2014 von der Murnau-Stiftung restaurierten Fassung des Films »Das Kabinett des Dr. Caligari«. Im Anschluss an die Filmpräsentation trafen sich die zahlreichen Gäste zu einer kleinen Geburtstagsfeier bei Snacks und Getränken. Immer historisch daran zu erinnern, dass Weißensee mal Standort, erster Standort von Filmproduktion war, sozusagen das Babelsberg des 20. Jahrhunderts. Und dass wir trotzdem heute hier ein Kino noch haben, was in der Nachbarschaft hoch akzeptiert ist, was ganz viel Kinderkino macht, was immer wieder auch Seniorinnen und Senioren hierher zieht, die vor allem auch die alten DEFA-Filme sich hier nochmal angucken, wo Filmgespräche organisiert werden. Das ist eben wirklich kultureller Standort in Weißensee.